Liebe Finanzmarktwelt-Community, mein Name ist weiterhin Mario Starnrücken und ich nehme Sie wieder mit in die Welt der Charttechnik. Wir gucken uns heute den Goldpreis an. Der ist ja zuletzt erwartungsgemäß am Allzeithoch erstmal abgeprallt. Er war vorher gut angestiegen, zu schnell, zu weit gelaufen und da ist es eigentlich nur klar, dass da auch mal Gewinne mitgenommen werden und den Goldpreis so ein Stück weit, naja, in den Keller können wir nicht sagen. Es gab eine erste Reaktion nach unten. Und an der Börse ist man immer gut beraten, wenn man sich einen Plan schmiedet, wenn man schaut, okay, wenn man sich Szenarien aufstellt, was wird wahrscheinlich als nächstes passieren? Wie wird sich der Markt wahrscheinlich, wir wissen es alle nicht, als nächstes bewegen? Hat man möglicherweise eine Short-Position aufgebaut am Allzeithoch? Dann muss man gucken, wie manage ich die Position? Wo nehme ich Gewinne mit? Wo kommen vielleicht wieder Käufer in den Markt oder wann ist meine Short-Position insgesamt hinfällig? Wenn ich langfristig kaufen will, dann gucke ich persönlich auch gerne, naja, wo steigt wahrscheinlich das Kaufinteresse? Wo komme ich relativ günstig in einen Markt rein? Und wie es jetzt im Goldpreis weitergeht, beziehungsweise was ein wirklich bullisches Szenario wäre mit richtig Sprengkraft, das gucken wir uns in diesem Video an. So, hier sehen wir wieder den Gold Future und erstmal die langfristige Seitwärtsbewegung. Markantes Hoch, markantes Hoch. Da ist der Markt in der Vergangenheit abverkauft worden und da besteht auch jetzt wieder, the trend is your friend, eine gute Chance, dass der Markt wieder abverkauft wird. Wir haben das gesehen, wir haben nach oben Schwäche gesehen, wir hatten es in den vorherigen Videos in den letzten Wochen ja schon immer wieder angesprochen. So, wir haben eine erste Korrektur gesehen. Und dabei wurde dieses mini kleine Unterstützungsniveau 1950, 1985 US-Dollar, das wurde zuletzt so leicht unterschritten. Das ist erstmal nicht tragisch. Das Short-Szenario, ich sag mal, wenn ich davon ausgehe, oder wenn ich eine Short-Position habe, dann ist es sinnvoll, so ab 1820 US-Dollar in ungefähr der Mitte der Range, da Gewinne einzuloggen, ne, sich aus der Short-Position zu verabschieden. Wenn ich mich aus der Short-Position verabschiede, ist ja im Gegensatz nur gut und sinnvoll, dann auch anfangen nachzudenken, Long-Positionen aufzubauen. Also je tiefer der Markt fällt, desto interessanter wird es entsprechend wieder Long-Positionen aufzubauen. So, und jetzt kommt dieses Sprengkraft-Szenario. Und dazu müssen wir uns in die Lage der Big Boys versetzen, derjenigen, die richtig Kohle im Background haben. Und die verfolgen ein Ziel. Die wollen Geld verdienen. Und wie machen sie das? Sie kaufen marktschonend, denn die sind anders wie wir. Wir können sagen, naja, ich möchte hier oben eine Short-Position eingehen. Wir könnten sagen, okay, ich will jetzt hier bei 1952,5 will ich kaufen. So, das können wir machen. Knöpfchen gedrückt, fertig. Den Markt interessiert es quasi null. Die Big Boys, große Kapitalsammelstellen, die haben aber Unmengen an Geld. Und diese Unmengen an Geld müssen im Markt untergebracht werden. Und das geht nicht so einfach, weil selbst der Goldpreis, der ziemlich liquide ist, ein sehr liquider Future, ist aber nicht liquide genug, um wirklich Millionen, Milliarden möglicherweise dort einfach so auf Knopfdruck unterzubringen. Und deswegen läuft das marktschonend. Und marktschonend heißt, die Big Boys sind natürlich darauf bedacht, dass keiner mitkriegt, was sie machen. Und deswegen gehen sie nicht wie Elefant im Porzellanladen vor und ne, stellen große Orders in den Markt oder kaufen direkt Market. Nein, sie gehen da, sie brauchen einfach Zeit. So, und das Thema Zeit, da wird sich wahrscheinlich eine Seitwärtsbewegung ausbilden. Innerhalb der Seitwärtsbewegung kaufen die immer wieder Positionen dazu. Läuft der Markt dann in Richtung hoch, dann sind sie aber auch auf der Verkäuferseite, dann wird der Markt verschreckt, denn wahrscheinlich ist die Position noch nicht voll, ne? Der Goldspeicher der Big Boys, der braucht Zeit, bis er gefüllt ist, der ist riesengroß. So, und deswegen, ne, die wollen noch nicht, dass der Goldpreis tatsächlich steigt. Die wollen, dass er erstmal seitwärts läuft, dass die einkaufen können. Und da werden vielleicht auch immer so leicht tiefere Tiefs erzeugt. Angst und Schrecken wird verbreitet quasi, um es ein bisschen überspitzt zu sagen.
dass vielleicht ein kurzfristiger Abwärtstrend entsteht, der dann aber wiederum dafür genutzt wird, Positionen aufzubauen. So, und genau so, wie ich hier dargestellt habe, dürfte dann so ein am Ende doch sehr bullisches Szenario aussehen. Nämlich, dass die Big Boys sich langsam vollsaugen mit Gold, leicht tiefere Tiefs ausbilden und darauf müssen wir achten. Und wenn wir jetzt, ich sag mal, wir haben die erste Gegenbewegung gesehen, sollte der nächste Aufwärtsmove, der gerade gestartet ist, sollte der in Richtung 2060, 2080 laufen, da müssen wir weiter mit Verkaufsdruck rechnen. Die Big Boys brauchen Zeit. Und wenn wir das gesehen haben, dann achten wir darauf, dann müssen wir uns einen Alarm stellen. Hier unten, da ist dann wieder Kaufniveau. Und wahrscheinlich läuft das Ganze aber ein paar Monate, dass wir eine lange Seitwärtsbewegung sehen. Vielleicht so Richtung Jahresende, in den Herbst hinein. Und so diese leicht tieferen Tiefs, wenn das auftritt und dann wieder eine große Gegenbewegung, kein neues Hoch. Wir bilden eine Range. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass tatsächlich die Big Boys zuschlagen, dass hier Positionen akkumuliert werden, dass der Goldspeicher vollgepackt wird. So, und irgendwann, wenn die Big Boys ihre Position tatsächlich voll haben, wenn die genug gekauft haben, dann müssen sie, oder dann wollen sie ja quasi versilbern, vergolden. Dann müssen sie Gewinne mitnehmen. Und um Gewinne mitzunehmen, brauchen sie erstmal Gewinne. Ich sag mal, sie haben dann irgendwo einen durchschnittlichen Einstiegskurs, ich sag mal bei 2000. Aber um richtig Kasse zu machen, brauchen sie steigende Kurse. Denn es hat eine Zeit gedauert, bis sie in die Position reingekommen sind und genauso lange dauert es, bis sie aus der Position wieder rauskommen. Das heißt, der Markt muss erstmal angeschoben werden. Neues Allzeithoch wird erreicht. Wir brechen aus der Seitwärtsbewegung nach oben aus. Alle werden wieder, oh Mensch, Gold, super, neues Allzeithoch, neuer Trend. Alle, ich sag mal, Retail-Trader oder auch ich, ne, wir fangen an zu kaufen, kaufen immer Rücksetzer und so weiter. Und dieses Kaufinteresse wird dann von den Big Boys genutzt, um langsam aus dem Markt wieder auszusteigen. Erstmal wird angeheizt, ne, der Kessel, die Sau wird angefüttert, dann wird sie durchs Dorf getrieben. Wenn der Goldpreis am Hoch ist, wenn der Trend mega gelaufen ist, dann, wir kennen es alle, mediale Präsenz, Gold, wow, boom. Und genau dann ist der richtige Zeitpunkt, um wieder auszusteigen, weil da auf dem Weg nach oben haben die Big Boys dann schon längst angefangen, ja, zu versilbern, Kasse zu machen, Gewinne einzuloggen, um nachher die Gewinne wieder, ne, oder mit den Gewinnen vielleicht irgendeine andere Sau anzufüttern und dann wieder durchs Dorf zu treiben. Und so bewegen sich Märkte immer und immer wieder in ganz ähnlichen Mustern. Und das ist quasi die Geschichte des Aufwärtstrends, der aber erst einmal initiiert werden muss, damit sich, ne, Positionen, Goldspeicher müssen gefüllt werden und dann macht es Sinn, dass der Aufwärtstrend tatsächlich gestartet wird. Wenn Ihnen diese kleine Geschichte gefallen hat, dann abonnieren Sie auch gerne meinen Kanal Mario Steinrücken hier auf YouTube. Da gibt's immer mal wieder Wissenswertes zu den Märkten und ja, nicht nur zu Aufwärtstrends und zu Säulen, die durchs Dorf getrieben werden.